Hi ihr Lieben, heute geht es um Kleidungsstücke, die aus meiner Sicht zeitlos sind versus Teile, die vielleicht zeitlos erscheinen, aber doch eigentlich trendy sind und in 2 bis 3 Jahren aus der Modewelt verschwunden sein werden. Ja, wie heißt es so schön? Nichts ist beständiger als der Wandel und das gilt insbesondere für die Modebranche, vor allem im Jahr 2024, in dem es nicht nur zig Modetrends gibt, sondern auch diverse Mikrotrends, die heute in und morgen out sind. Und ich behaupte, man kann aber trotzdem eine zeitlose Garderobe für sich kreieren, bei der man nur ab und zu ein paar Teile austauschen muss, damit man nicht mit der Zeit altmodisch oder altbacken wirkt. Darum geht es heute und schreibt mir gerne mal unten rein, ob ihr Team zeitlos oder Team trendy seid. Nummer 1, Hosen und Röcke. Also, ich fange mal an mit Jeans. Die wohl zeitloseste Jeans ist eine Straight Cut Jeans, also eine Jeans mit einem geraden Schnitt und mit einem mittleren Bund in einer cleanen Waschung, also ohne Löcher, Fetzen oder sonstige Abnutzungserscheinungen. Der mittlere Bund steht auch sehr vielen Frauen, sehr vielen Figurtypen, außer vielleicht Figurtyp A und X. Die sehen mit einem hohen Bund meist gut aus, weil damit die Taille betont wird, aber nur, wenn sie keinen kurzen Torso oder mehr Oberweite haben, dann steht ihnen auch ein mittlerer Bund besser. So, bei den anderen Hosen sind es auch die geraden Schnitte, die weder sehr eng noch sehr weit sind. Also zum Beispiel eine gerade geschnittene Buntfaltenhose, die sehr jobtauglich ist, oder auch Chinohosen. Das sind auch zeitlose Hosen, an denen man wirklich viele Jahre seine Freude hat, die nie so wirklich in sind und damit auch nie so wirklich out. Klassiker, kurz gesagt. So, bei den Röcken sind es die Midi-Röcke, die weitestgehend zeitlos sind im Vergleich zu sehr kurzen Mikroröcken, die waren 2023 sehr angesagt, und Maxi-Röcken, die dieses Jahr sehr angesagt sind, die werden auch in ein paar Jahren wieder weg sein. Und dann werden sie wieder durch was Neues ersetzt. Aber die Midi-Länge ist irgendwas dazwischen. Also man kann eigentlich festhalten, dass in der Mode die Teile zeitlos sind, die weder in das eine noch in das andere Extrem ausschlagen. Also weder Mikro-Mini noch bodenlanger Maxi-Rock oder knacke-eng im Gegensatz zu total oversized, was ja im Moment sehr angesagt ist. All diese Extreme, die werden auch irgendwann wieder weg vom Fenster sein. Sind jetzt die nicht zeitlosen Teile schlechter als die zeitlosen? Nein, sie haben auch ihre Daseinsberechtigung, nämlich die, unsere Outfits in Kombination mit den zeitlosen Teilen frisch und up-to-date wirken zu lassen. So, wenn ihr eine zeitlose Garderobe anstrebt, ist mein Tipp, schaut einfach, dass ihr einen sehr hohen Anteil an zeitlosen Teilen habt, also sagen wir mal 80%, und einen kleineren Anteil an trendigen Teilen, 20%. Wenn ihr der Typ Modehuhn seid, so wie ich, dann kann das Verhältnis zum Beispiel 60-40 oder 50-50 sein. Es könnte auch sogar 30-70 sein. Da muss man aber schon wirklich entweder in der Modebranche arbeiten oder ein Rieseninteresse an Mode haben. Denn das ist einfach sehr aufwendig, seine Garderobe immer up-to-date zu halten und auch kostspielig und natürlich auch nicht so umweltbewusst, wenn man die altmodisch gewordenen Teile anschließend wegknallt, statt sie zum Beispiel zu spenden an Caritas, DRK und Co. oder in Secondhand-Shops zu verkaufen. Aber auch Caritas und Co. nehmen natürlich lieber zeitlose, tragbare Teile statt irgendein crazy Crop-Top mit Cutouts oder eine Destroyed Jeans von 2080 mit 54 Löchern, also mehr Löchern als Stoff. Ja, mein Tipp, wenn ihr umweltbewusst leben möchtet, dann beschränkt euch in eurem Kleiderschrank auf 20% trendy Teile. Macht nur die Trends mit, in die ihr absolut verliebt seid, die wirklich richtig gut zu eurem Stil, zu eurem Typ passen. Und ja, dann behaltet die Teile auch, wenn sie nicht mehr im Trend liegen. Entweder tragt ihr sie weiter und steht einfach zu eurem Stil und sagt euch, mir egal, wenn das jetzt out ist, zum Beispiel bei mir die Cargo-Hosen, die sind hier jetzt offiziell wieder out, wie ich im letzten Video festgestellt habe. Ich trage die, aber ich habe nämlich 2 sehr schöne im Schrank. Kann ich euch gerne auch nochmal zeigen. Da habe ich euch auch schon letztes Jahr gezeigt. Die trage ich jetzt noch weiter. So, oder ihr verstaut sie irgendwo außerhalb des Schranks, wo ihr sie nicht jeden Tag seht. Also wo ihr nicht einen halben Nervenzusammenbruch kriegt jeden Morgen vom Schrank, weil ihr den Wald vor lauter Bäumen nicht seht. Verstaut sie unterm Bett in der Kiste oder im Koffer, irgendwo an einem trockenen Ort, und dann
könnte sie in ein paar Jahren noch mal hervorziehen. Die Trends kommen einfach immer wieder in der Mode. Wer schon ein bisschen länger jung ist, so wie ich, der weiß das. Sie kommen zwar leicht verändert wieder hoch, mein Mikro geht flöten hier hinten, aber das ist uns doch egal, oder nicht? Also das kriegt niemand mit, dass man die Trendversion von, sagen wir mal, 2006 trägt statt von 2024. Es kommt doch auf die Kombi an. Und niemand hat so viel Ahnung von Mode, außer man arbeitet in der Modebranche, als dass er das mitkriegen würde. Also relax. Mode darf kein Kampf, kein Krampf sein. Mode muss Spaß machen. So, und mit diesem 80-20-Verhältnis im Kleiderschrank kann man gleichzeitig modebewusst sein und nachhaltig leben. Ich mag dieses Wort eigentlich gar nicht, nachhaltig, weil es so inflationär in der Werbung verwendet wird. Mir fällt aber nichts anderes ein. Vielleicht helft ihr mir mit einem weniger nervigen Wort. Ja, so, jetzt gehe ich aber mal über zu Nummer 2. Oberteile, also Blusen und Pullover. Welche Blusen sind zeitlos? Solche mit einem geraden Schnitt, weder eng und tailliert, noch oversized. Und so wie von den Männern gemobst. Das ist im Moment sehr angesagt, ist aber bald wieder vorbei. Oder in 3, 4 Jahren vielleicht, vielleicht auch erst in 5 Jahren. So, bei den T-Shirts auch wieder ein ganz klassischer Crewneck-Schnitt, also Rundhalsausschnitt. Und weder sehr eng, noch sehr groß. Und da können wir auch bei den Männern im Moment klauen und dann in 3 bis 5 Jahren zurückgeben, wenn es uns nicht mehr gefällt, wenn es alle nicht mehr sehen können, diesen Oversize-Trend, dann können die Männer ihre T-Shirts wieder zurückhaben. Bei den Pullovern zeitlos sind Rollkragenpullis. Egal, ob mit langem Arm, Halbarm oder ohne Arm, jetzt im Sommer, wirken sehr elegant. Und die können auch ruhig eng sein. Die können entweder eng sitzen oder Körper umspielen. Beides ist zeitlos. So, damit komme ich zum Sponsor von Punkt 2 meines heutigen Videos, Lilysilk. Ein langjähriger und sehr geschätzter Kooperationspartner, der sehr viele zeitlose Teile im Sortiment hat. Sie haben angefangen mit Teilen aus der hochwertigsten Seide der Welt, nämlich Maulbeerseide. Und mittlerweile haben sie ihr Sortiment ausgeweitet auf viele andere Teile aus Naturmaterialien wie verschiedene Wollarten. Anders als bei vielen anderen Marken, bei denen die Qualität im Laufe der Jahre nachgelassen hat, ihr berichtet mir auch in den Kommentaren immer wieder davon, es sind auch leider nicht die günstigen Marken, kann man sich bei Lilysilk nach wie vor auf hochwertigste Materialien, gute Verarbeitung und sehr viel Liebe zum Detail verlassen. Ja, bei einer zeitlosen Garderobe geht Qualität vor Quantität, klar, damit man auch in 4, 5 Jahren noch seine Freude an den Teilen hat. Mit meinem Code NGG20 spart jetzt 20% auf alles bei Lilysilk und mit NGG30 sogar 30% ab einem Einkaufswert von 600 Euro. Und ich verlinke euch alles unten in der Infobox inklusive des Codes und die Teile, die ich euch heute zeige, unter anderem dieses wunderschön fallende Top. Der Look wird jetzt noch ein bisschen verdorben durch das Mikro. Es ist einfach ein Traum. So, dann mal zurück zu den zeitlosen Oberteilen. Also, ein T-Shirt mit Print kann auch ein zeitloses Teil sein, wenn es nicht total kitschig ist oder irgendwelche blöden Saufsprüche aufgedruckt sind. Ja, es kann ruhig ein bisschen verspielt sein, aber nicht so ultra witziges oder so cringy Dad-Jokes oder dergleichen, dann kann auch ein Print-T-Shirt als zeitlos durchgehen. Oberteile, die nicht zeitlos sind, sind Korsett-Tops. Die waren letztes Jahr sehr angesagt. Westen sind dieses Jahr sehr angesagt. Oder es gibt auch diesen Zwitter aus Korsett und Weste im Moment. Sehr modisch, sehr cool, aber natürlich auch nicht zeitlos. Bei den Pullovern waren in den letzten Jahren Mohair-Pullover sehr angesagt. Also diese sehr flauschigen Pullis hat man sehr viel gesehen. Das wird auch in 2 bis 3 Jahren out sein. Aber das ist auch nur in Modekreisen wichtig. Wenn man jetzt in Hintertupfingen wohnt, hinter den 7 Bergen, bei den 7 Zwergen, wo niemand mitgekriegt hat, dass Mohair in war und auch in 2 Jahren wieder out sein wird, da ist es völlig egal. Ihr seht, ob ihr euren Kleiderschrank als zeitlos einstuft, hängt auch von eurem Wohnort ab. Also ich richte dieses Video mal an Großstädter, die eine zeitlose Garderobe anstreben. Und alle, die wie ich an Orten leben, an denen vielen Menschen die Mode sehr egal ist, die haben Glück. Bei denen ist auch die Skinny Jeans immer noch salonfähig. Also es hat auch Vorteile, ein Landei zu sein. Dann Nummer 3, Schuhe. Welche Schuhe sind zeitlos? Erstmal Loafers, und zwar in der nicht-chunky-Variante.
Es geht hier nur darum, zu bewerten, zeitlos und nicht zeitlos. Das heißt jetzt nicht, dass Chunky Loafers schlecht sind. Wie gesagt, die sind gut, wenn ihr eure Garderobe ein bisschen auffrischen wollt, wenn ihr ein bisschen up-to-date wirken wollt. Aber geht davon aus, dass sie irgendwann out sind. Aber tragt sie trotzdem, wenn ihr zum Beispiel in so einen verspielten Stil habt, ein bisschen dramatischen Stil, wo alles so ein bisschen übertrieben ist, dann passen diese Chunky Loafers einfach besser zu euch. So, aber die klassischen Loafers, die werden wohl nie von der Bildfläche verschwinden. Bei den Sneakers, Adidas Stan Smiths sind ganz sicher zeitlos. Dann Converse Chucks, die sind auch nicht tot zu kriegen. Die sind nicht trendabhängig. Und ja, dann Crocs sind auch zeitlos, ob man sie liebt oder ob man sie hasst. Egal, sie sind zeitlos. Sie haben sich absolut durchgesetzt in der Modewelt oder Nicht-Modewelt, egal wie. Die Leute tragen sie. Dann spitze Pumps, absolut zeitlos. Spitze Pumps gibt es seit ungefähr 25 Jahren, kontinuierlich davor auch. Aber in den 2000ern waren plötzlich spitze Schuhe sehr in. Und dann haben alle gedacht, soll ich mir welche kaufen? Bis wann ist der Trend noch da? Wann ist er wieder weg? Er ist bis heute geblieben. Ja, also, die haben sich den Stempel zeitlos redlich verdient. Die Spitzenpumps. Birkenstock-Schuhe sind auch zeitlos. Ja, die Youngsters machen sie immer mal wieder zum Trend, aber trotzdem, die sind einfach klassisch. Und ich bin auch Team Birkis. Mein Senkspreiz-Halux-Fuß liebt das ergonomische Fußbett, ja. Dann Kitten Heels, sehr in dem Moment. Die werden auch langsam von der modischen Bildfläche verschwinden in den nächsten Jahren. Bin ich ein bisschen traurig drüber. Dann Plateauschuhe, die waren so, die kam so Anfang 2023 auf die Bildfläche. Aber die Liebe für diese Schuhe hat sich in der Modewelt doch auch schon wieder abgekühlt. Ich habe mir auch letztes Jahr welche gekauft, die ich dieses Jahr gar nicht mehr trage. So, dann die Adidas Samba Sneakers waren im letzten Jahr sehr angesagt. Dieses Jahr Adidas Gazelle. Ich besitze auch welche und liebe sie. Aber ich denke mal, das geht auch vorbei. Die Sneaker-Trends sind so schnelllebig geworden. Aber ich muss sagen, da ist es mir persönlich nicht so wichtig, immer den neuesten Sneaker zu tragen. Das ist auch eine teure Angelegenheit, bei den Sneakers immer up-to-date sein zu müssen. Ja. Dann, was wird noch out sein bald? Ja, Ballerinas und Mary Janes sind gerade sehr, sehr in seit dem letzten Jahr. Sehr süß. Fashion-Opfer, so wie ich. Wir lieben diese Schuhe und werden ihnen auch eine kleine Träne nachweinen, wenn sie bald nicht mehr da sind. Nummer 4, Jacken und Mäntel. Also ein klassisch geschnittener Trenchcoat, absolut zeitlos. Ein langer, oversized Trenchcoat, letztes Jahr, dieses Jahr, sehr angesagt, nicht zeitlos. Dann Bikerjacken, nicht zeitlos. Da sind die Schnitte einfach sehr trendabhängig. In den 2010er Jahren waren die Bikerjacken hüftlang und eng tailliert. Jetzt sind sie cropped, also kurz und weit, oversized. Dann, was noch? Blazer. Oversized Blazer mit diesen extrem breiten Schultern, nicht zeitlos. Locker geschnittene Blazer dagegen, die weder sehr eng noch sehr weit sind, zeitlos. Jeansjacken, nicht zeitlos. Ähnlich wie bei den Bikerjacken. Die Schnitte waren in den 2010er Jahren extrem eng, tailliert. Da stand sehr vielen Frauen. Toll eigentlich und super praktisch im Sommer. Kann man zu einem Outfit wie diesem einfach drüber werfen, schön casual. Ja, aber dieses Jahr oder seit ein paar Jahren sind diese Jacken, sehen die auch wieder ganz anders aus. Sie sind eher weit, also sehr kurz, eher weit geschnitten, oversized mit sehr weiten Ärmeln. Ja, es gibt eine Jacke, die man als zeitlos bezeichnen kann. Eine Truckerjacke, wie zum Beispiel die von Levi's, die ist, denke ich, zeitlos. Und die wird Frauen am besten stehen, die Figurtyp Y oder H haben, auch O, denn die sehen in gerade geschnittenen Jacken sehr gut aus. Wenn ihr Figurtyp A oder X seid, also eher kurviger, dann seht ihr in taillenbetonten Jacken einfach sehr viel besser aus. Und da wird diese Truckerjacke eure Kurven überdecken und man sieht insgesamt kräftiger aus, weil einfach der schmalste Punkt des Körpers so überdeckt wird. Aber H- und Y-Typen sehen gerade in diesen Straight-Cut-Jacken sehr gut aus. Und da sind wir auch bei einem entscheidenden Punkt, wenn man eine zeitlose Garderobe kreieren möchte. Sie muss zur eigenen Figur, zum eigenen Stil passen. Es bringt nichts, wenn man zum Beispiel einen femininen, verspielten Stil hat und man füllt seinen Kleiderschrank einfach wahllos mit Kleidungsstücken, von denen man weiß, dass sie zeitlos sind. Wie zum Beispiel mit 5 Baumwollhemdblusen im geraden Schnitt. Wird man nie tragen, weil man
sich daran nicht so wohlfühlt. Man sieht einfach nicht so top daran aus, wie zum Beispiel in einem gut geschnittenen Kleid. Also wie gesagt, wenn man zum Beispiel ein X-Typ, ein A-Typ ist, ein Feminin-Stil hat, dann ein toll geschnittenes Kleid, das die Kurven betont, das eine Länge hat, die weder sehr kurz noch sehr lang ist. Am besten so knapp unter der Wade enden. Das ist immer super für X- und A-Typen, weil ihr damit eine schmale Stelle betont. Wenn der Saum an der Wade endet, dann wirkt man wieder insgesamt kräftiger, weil der Blick auf diesen breiten Punkt gezogen wird. Bei Y- und H-Figurtypen ist eine Länge so knapp über ein Knie auch sehr schön. Ich denke an Brigitte Macron, das sieht immer so top aus, kann man in jedem Alter tragen. Kann sowieso alles in jedem Alter tragen, ihr kennt mein Motto. Ja, also schaut darauf, dass eure Garderobe mit Teilen gefüllt werden, die richtig gut zu euch passen. Denn ihr wollt sie auch in 3-4 Jahren tragen und ich kenne es auch von mir. Ich habe auch ein paar Teile in meinem Schrank. Da habe ich wieder nur daran gedacht, dass ich das Teil cool finde und nicht daran, wie es an mir aussieht. Und da ist der Kardinalfehler. Dann noch ein finaler Tipp, wenn ihr an eurer zeitlosen Garderobe feilt. Vermeidet unbedingt ultra gehypte Teile auf Social Media. Ein Beispiel, der Gucci Maman Gürtel Ende der 2010er Jahre hat auf Instagram wirklich jeder getragen eine Zeit lang und kurz danach niemand mehr. Der Gürtel war einfach nur tot. Ja, das ist halt, irgendwann kommen diese Teile den Leuten aus den Ohren raus und dann ist der Hype so dermaßen vorbei, dass man die Teile einfach auch gar nicht mehr tragen kann. Also ja, mein Tipp, wenn ihr auf Instagram zum Beispiel in jedem zweiten Post einen sehr trendy Teil seht und oh, ihr seid angefixt, ihr denkt, oh ja, ich will das auch haben, lieber noch mal ein paar Nächte drüber schlafen und genau überlegen, muss ich diesen Trend jetzt auch noch mitmachen oder lasse ich den Kelch an mir vorübergehen. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Schreibt mir gerne unten rein, wenn ich ein zeitloses Teil vergessen habe. Hier verlinke ich jetzt noch ein Video zu Kleidungsstücken, in denen niemand gut aussieht. Und wenn ihr Lust auf noch mehr Modetipps habt, dann klickt das Glöckchen und wir sehen uns in 2 Wochen. Bis dann!